Bei diesem kleinen Kork Kronos Quicktip zeige ich, wie ich ein Pad etwas lebendiger gestalte. Ich habe ein kleines Standardpad programmiert. Und die Velocity steuert die Lautstärke und gleichzeitig etwas die Cutoff Frequency vom Filter an. Aber ich kann jetzt noch nicht die Cutoff Frequency beim Spielen ändern. Das kann ich jetzt über diesen Drehregler machen. Allerdings habe ich ja nicht immer beide Hände frei. Und deswegen möchte ich etwas anderes machen. Ich gehe auf Filter, Filter 1 Mod, gehe auf AMS 2. Und auf Aftertouch. Nicht Poly Aftertouch, sondern Aftertouch. Und die Intensität setze ich jetzt auf das Maximum. Und jetzt kann ich, nachdem ich die Tasten gedrückt habe, noch etwas tiefer hineingehen. Das kann man jetzt leider sehr, sehr schwierig sehen. Und damit Aftertouch-Daten erzeugen, die dann wiederum die Cutoff-Frequency vom Filter verändern.